Ja, guten Tag, liebe Frau Professor Schmalfeld. Ich freue mich unglaublich, Sie wieder in diesem Modul zu treffen und mit Ihnen die neuesten Erkenntnisse oder und Studien zu besprechen von der ESMO und würde mich ganz freuen, wenn Sie sich einmal kurz selbst vorstellen, weil das ist einfach immer menschlicher. Ja, von mir auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt die Neuigkeiten vom ESMO diskutieren können. Mein Name ist Barbara Schmalfeld. Ich bin die Direktorin der Klinik für Gynäkologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Und mein Schwerpunkt sind die gynäkologischen Tumoren und gerade das Ovarialkarzinom. Und damit beschäftige ich mich schon lange, sowohl von der operativen Therapie wie auch den Studien, aber eben auch das Ganze drumherum, die Nachsorge, was man unterstützend machen kann. Und deswegen war der ESMO wieder eine große Bereicherung. Ja, und ich freue mich sehr, dass Sie sich auch bereitstellen, uns Patienten das in Patientensprache zu erklären, was Sie alles dort erfahren und gefunden haben. Ich möchte mich aber auch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Andrea Kroll. Ich bin die erste Vorsitzende des Vereins Eierstockkrebs Deutschland. Der hat sich allerdings inzwischen umgenannt in den Verein Gynäkologische Krebserkrankung Deutschland e.V., aber mit Schwerpunkt Eierstockkrebs. Und ich war vor 9 Jahren selbst erkrankt und habe entsprechend jetzt seit 9 Jahren versucht, eine Patientenstimme zu sein und die Patienten zu vertreten in Sachen Eierstockkrebs. Ja, liebe Frau Schmalfeld, das beste Mittel gegen Ohnmacht und die Angst sind Informationen. Was haben Sie uns denn mitgebracht? Genau. So, wir starten erstmal mit der Erstlinienbehandlung. Das kennen Sie, unsere Disclaimers, unsere Interessenkonflikte. Und jetzt sind wir aber schon im Thema. Es geht um neu diagnostizierten fortgeschrittenen Eierstockkrebs und die Erhaltungstherapie mit Olaparib und Bevacizumab. Und das ist jetzt keine neue Studie, sondern es ist nochmal berichtete Ergebnisse nach einer längeren Beobachtung aus der Paola-Studie. Die Paola-Studie war eine Studie, die bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs, die eine Operation hatten und die Chemotherapie dann geprüft hat, die Erhaltungstherapie mit Bevacizumab, wie das der Standard ist, oder Bevacizumab plus den PARP-Inhibitor Olaparib dazu. Bevacizumab ist auch das Avastin, das kennen manche von dem Namen her besser, also der Hemmstoff, der die Gefäßneubildung hemmt. Und wir hatten ja in der ersten Auswertung gesehen, das war auch beim ESMO vor 2 Jahren allerdings schon, oder 3 Jahren, Entschuldigung, dass diese Erhaltungstherapie mit Olaparib und Bevacizumab einen Vorteil für das krankheitsfreie Überleben bringt, für die Patienten, die entweder eine BRCA-Mutation haben oder so einen genannten Defekt in der homologen Rekombination. Und jetzt wurden nach einem Follow-up von 5 Jahren das Gesamtüberleben vorgestellt. Hier nochmal die Studiendesign. Darf ich einmal kurz Ja. unterbrechen? Was ist die homologe Mutation? Homologe Rekombinationsdefizienz ist auch so etwas Ähnliches, was die BRCA-Gene machen. Es ist nämlich wir alle haben ja Fehler in unserem Genom und es muss repariert werden und dafür gibt es verschiedene Mechanismen. Und wenn es da genetische Veranlagungen gibt, dass das nicht mehr so funktioniert, also es können verschiedene Gene sein, die da involviert sind, aber die alle in die Genreparatur mit ein greifen, dann ist der Überbegriff für diese defekte Genomreparatur oder DNA-Reparatur ist die sogenannte homologe Rekombinationsdefizienz. Also Überbegriff für DNA-Reparaturfehler. Okay, vielen Dank. Nochmal das Studiendesign jetzt hier von der Paola-Studie, also Patientenoperationen, Chemotherapie und da mussten sie auch angesprochen haben auf die Chemotherapie, aber das machen 90% der Patienten. Und die haben dann eben die Erhaltungstherapie bekommen, weiter mit dem Angiogenesehemmer Bevacizumab oder eben Handelsname Avastin. Oder eben in dem experimentellen Arm den PARP-Inhibitor Olaparib dazu. Und dann wurde jetzt eben nach dem Gesamtüberleben geschaut.
Und da sehen Sie erstmal in der Gesamtgruppe, also alle Patienten, BRCA-Mutationsträger, HRD-defizient oder eben alles normal, keine Defekte in der homologen Rekombination. Da sehen wir für die doppelte Erhaltungstherapie, also PARP-Inhibitor und Bevacizumab, einen Überlebensvorteil. Aber Sie sehen, sehr weit gehen die Kurven nicht auseinander. Das war auch nicht signifikant. Das heißt, es kann auch zufällig sein, das Ergebnis. Also erstmal noch nicht so ganz eindrucksvoll, auch wenn wir sagen, nach 60 Monaten ist in die gestrichelte Linie, hatten die Patienten, die beide Substanzen hatten, eben doch einen Überlebensvorteil. Wichtig muss man sich immer merken, dass die Erhaltungstherapie ja nur 2 Jahre gegeben wurde, also nur bis zu diesem Zeitpunkt und die Effekte doch lange anhalten. Jetzt war es aber ja schon in der ersten Analyse so, wo das krankheitsfreie Überleben betrachtet wurde, dass nur die Patienten hauptsächlich profitiert haben, die eben eine BRCA-Mutation hatten oder eben diesen Defekt in der homologen Rekombination. Und deswegen ist auch nochmal eine Subgruppenanalyse gemacht worden und nach diesen einzelnen Gruppen geschaut. Und da sieht man jetzt deutliche Effekte. Also im Gesamtüberleben, die Patienten mit einer BRCA-Mutation hier ganz links, wenn die den PARP-Inhibitor noch dazukommen, dann haben die fast 20% ist die Rate höher an Überlebenden. Und wenn Sie jetzt schauen, für uns ist ja immer so ein Parameter das mediane Überleben, also die Rate, wo die Hälfte der Patientinnen, wie das Überleben da ist, dann sehen Sie in der doppelten Erhaltungstherapie mit Olaparib und Bevacizumab 73 Monate Gesamtüberleben. Das ist das sind 6 Jahre, das ist richtig viel, was wir wirklich beim Ovarialkarzinom ist für uns ja ein ganz toller Erfolg. Mit Bevacizumab allein ist es auch gut, aber eben da sind 20 Monate dazwischen. Und wenn wir jetzt auf die Patienten gehen mit der homologen Rekombinationsdefizienz, da sehen wir wieder, da wird sogar das mediane Gesamtüberleben noch gar nicht erreicht. Das heißt, die Kurve ist noch unter dieser 50%-Marke hier und für Bevacizumab wird sie eben erreicht mit 52 Monaten. Und auch hier wieder, wenn wir in der 5-Jahres-Gesamtüberlebensrate schauen, ein Unterschied von 10%, was wirklich relevant ist. Und Sie sehen es auch hier in den Hazard-Ratios 0,7, hier war es 0,6. Wenn da immer nicht die 1 überschritten wird, dann ist das hochsignifikant. Wenn wir uns jetzt allerdings die letzte Gruppe anschauen, die Patienten, die weder eine Mutation haben, noch den Defekten der homologen Rekombination, dann sehen wir keinen Effekt. Da haben wir sogar einen Trend, dass das Bevacizumab alleine besser sein könnte. Und das finde ich auch ein wichtiges Ergebnis, weil wir jetzt immer nicht so wussten, welche Rolle spielt das Bevacizumab überhaupt. Vielleicht könnte man es ja sogar weglassen. Und das gibt uns jetzt eher doch einen Hinweis, dass das Bevacizumab Bedeutung hat, gerade in dieser Gruppe. Und da vielleicht sogar auch die bessere Therapie ist, aber das müssen wir durch Studien einfach noch klären. Genau, also zusammenfassend kann man sagen, das ist jetzt nochmal eine Bestätigung der ersten Ergebnisse, dass wir, und das ist nicht so häufig beim, deswegen greife ich das nochmal raus. Wir haben viele Studien, die eigentlich nur einen Vorteil im krankheitsfreien Überleben zeigen. Und wenn dann Gesamtüberleben kommt, ist kein Effekt mehr da. Und das ist eine Studie, die eben auch im Gesamtüberleben jetzt wirklich einen Vorteil zeigt. Und das bestätigt, dass wir bei Patienten, die eine BRCA1-Mutation haben oder diesen Defekt in der homologen Rekombination, den PARP-Inhibitor auf jeden Fall zum Bevacizumab dazugeben sollten. Und was heißt es jetzt für die Klinik? Ganz wichtig ist, dass diese HRD-Testung, das wird im Tumorgewebe gemacht, eben durchgeführt wird. Und das ist gar nicht so leicht in der Routine, weil da muss man, das darf man nicht während einem stationären Aufenthalt machen, weil dann wird es nicht bezahlt. Das muss man erst einen Überweisungsschein besorgen und darf es dann im Nachhinein machen. Das sind einfach immer so organisatorische Prozesse. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das wirklich durchführt. Man hat ja auch noch ein bisschen Zeit im Laufe der Chemotherapie, weil das ja erst am Ende der Chemotherapie relevant wird. Aber wir müssen diese Bestimmung machen und auch eine humangenetische Beratung für die BRCA1-Mutation. Und wer macht diese Testung? Also macht das die Klinik dann auch oder gehe ich als Patientin zu einem Genetiker sozusagen, zum Konsortium oder wo gehe ich hin, um diese HRD-Testung zu machen? Also die HRD-Testung wird am Tumorgewebe gemacht. Das heißt, es macht der Pathologe, der
das Material der Operation bekommen hat und damit ist es die Klinik. Bisher war es lange so, dass es nur zentral gemacht wurde. In der Studie wurde der sogenannte Myriam-Test verwendet, der diese HRD-Testung macht und das konnte man nur zentral in Marburg machen, weil es eben eine Stelle ist, die diesen Myriam-Test anbietet. Deswegen musste der Pathologe aus der Klinik das Material dorthin schicken, aber so ist der Weg. Aber inzwischen gibt es viele Pathologen, die einen ähnlichen Test auch in ihrer Klinik machen und dann machen sie es vor Ort. Aber letztendlich muss es von der Klinik veranlasst werden. Der Überweisungsschein muss an den Pathologen der Klinik gehen und der kümmert sich dann darum, dass diese Testung durchgeführt wird. Und wissen das also weiß das jede Klinik oder ist das jetzt erstmal so eine Kompetenzzentrum-Angelegenheit, dass die weiter sind in ihrem Wissen? Oder kann ich erwarten, wenn ich in irgendeine Klinik gehe, in einer kleineren Stadt, dass die das auch wissen? Ich glaube, wissen tun es viele, aber die Umsetzung ist vielen nicht so klar. Manche haben dann doch Angst vor diesen hohen Kosten dieser HRD-Testung und wissen das mit dem Überweisungsschein nicht. Wo es, glaube ich, sehr gut verankert ist inzwischen in den Tageskliniken, die die Chemotherapie machen, die diese Wege auch kennen und dann den Patienten auch nochmal helfen können. Das kann man ja auch noch im Nachhinein machen. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Das Wissen, glaube ich, dass es gemacht werden muss, ist schon da. Die Umsetzung hapert immer noch und geht dann doch, das sind ja doch so viele Hürden mit dem Überweisungsschein und bis es läuft. Deswegen muss man schon immer wieder nachhaken. Alles klar. Und die Krankenkassen mucken oder mucken nicht? Nein, die mucken nicht. Das ist jetzt, das ist Routine. Das ist mit, wenn man diesen Weg so einhält, ist es kein Thema. Vielen Dank. Ja, dann geht es gleich weiter. Wir bleiben noch ähnlich, wir bleiben bei der Erhaltungstherapie mit PARP-Inhibitoren. Und jetzt haben wir auch noch mal aus einer Studie ein Update gesehen. Das war wieder eine Studie, die die Erhaltungstherapie mit einem PARP-Inhibitor geprüft hat. Und diesmal aber ein bisschen anderes Design der Studie. Es wurden wieder alle Patienten eingeschlossen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs. Die wurden operiert, haben eine Chemotherapie bekommen, haben auf diese angesprochen. Und dann wurde jetzt aber nur eine Erhaltungstherapie durchgeführt oder eben keine. Also es wurde kein Angiogenesehemmer, kein Bevacizumab oder Avastin eingesetzt, sondern nur die Patienten haben entweder nur PARP-Inhibitor bekommen oder eben reine Nachsorge. Und als PARP-Inhibitor wurde eben nicht das Olaparib, sondern das Rucaparib verwendet. Und da hatten wir auch beim ASCO die Ergebnisse gesehen aus dieser Studie, dass die Erhaltungstherapie mit Rucaparib für die Patienten einen Vorteil im progressionsfreien Überleben bringt. Fürs gesamte Überleben haben wir noch keine Daten, aber eben, dass das Rezidiv wesentlich später kommt, wenn dieses Rucaparib eingesetzt wird. Hier möchte ich nochmal einhaken. Progressionsfreies Überleben bedeutet das krankheitsfreies Überleben? Krankheitsfrei heißt ja noch, heißt nochmal, dass ein Rückfall kommt und progressionsfreies Überleben ja praktisch beides. Das heißt, entweder ist die Krankheit nur zurückgekommen oder tatsächlich ist der Tod auch noch mit dabei. Letztendlich in der Realität ist es fast gleich, ich sage immer krankheitsfreies Überleben, weil man sich ein bisschen besser was darunter vorstellen kann. Von der Definition her ist es nicht ganz genau das Gleiche, nur so in der Patientensprache. Und ich denke, man kann sich unter krankheitsfrei ein bisschen besser was vorstellen. Und meistens ist es auch letztendlich von den Patientenzahlen dann doch synonym zu verwenden. Können wir uns Patienten unter in diesem Wort auch therapiefreies Leben vorstellen? Durch unsere Erhaltungstherapien jetzt nicht mehr so ganz. Also wenn wir die Erhaltungstherapien eben als Therapie bezeichnen, was sie ja sind, weil sie Nebenwirkungen machen, ist es nicht mehr identisch. Da hat sich unser ganzes Behandlungsbild einfach sehr verändert. Es ist nicht mehr Therapie, es ist chemotherapiefrei, das ist richtig, aber es ist nicht mehr therapiefrei in dem Sinne durch die Erhaltungstherapien. Genau, das wollte ich klarstellen. Mhm. Vielen Dank. Ja, es ist wichtig, genau, da hat sich unser ganzes Bild ja sehr geändert. Und jetzt, also diese Ergebnisse haben wir schon gesehen, dass der Rucaparib das krankheitsfreie Überleben verbessert. Und jetzt wurde einfach nochmal geschaut, ist es tatsächlich in allen Gruppen so, weil wir haben ja auch beim Bevacizumab und bei anderen PARP-Inhibitoren gesehen, dass bestimmte Patientengruppen mehr profitieren, gerade wenn zum Beispiel bei der Operation nicht aller Tumor entfernt werden konnte oder ob es einen Unterschied gibt, ob es Stadium 3 ist, also nur im Bauchraum verteilt oder Stadium 4 mit zum Beispiel auch Tumorzellen im Lungenwasser.
Und da ist jetzt eben nochmal in dieser Analyse geschaut worden, also auch keine neue Studie, sondern nochmal eine genauere Analyse. Hier auch nochmal jetzt erst nochmal, wie die Studie aufgebaut war. Also Patienten mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs hatten eine Operation und haben dann Chemotherapie bekommen, auf die Sie angesprochen haben. Und wurden dann zufällig zugeteilt. Sie sehen viel mehr Patienten, nämlich 4:1. 4 Teile der Patienten haben Rucaparib bekommen und nur ein Teil eben die reine Nachsorge. Und dann wurde eben geschaut nach dem progressionsfreien Überleben. Das haben wir schon gesehen. Und jetzt eben nach Fibrostadium, Zeitpunkt der OP und nach Ansprechen auf Chemotherapie. Und hier nochmal die Patientencharakteristika. Da sehen wir, die meisten Patienten hatten Stadium 3. Es war gleich verteilt zwischen Rucaparib und Placebo. Die Hälfte der Patienten hatte eine primäre Operation. Die andere Hälfte hatte erst Chemotherapie und dann die Intervalloperation. Und Krankheitsaktivität nach Chemotherapie, das heißt also komplettes Ansprechen waren die meisten. Und ein Teil hatte eben noch Tumoraktivität nach der Chemotherapie auch. Und hier jetzt schon die Daten bezogen auf den Resttumor. Also R0 heißt komplett tumorfrei operiert und nicht R0 heißt eben, dass noch Tumorrest nach der Operation vorhanden war. Und da sehen wir, dass bei beiden, grün ist immer die Patienten, die Erhaltungstherapie mit Rucaparib bekommen haben, dass die Patienten von dem Rucaparib profitiert haben, im Unterschied zu den Patienten, die nur die Erhaltungstherapie haben. Was mir hier sehr wichtig ist, dass man sieht, der PARP-Inhibitor ist wunderbar. Also er hat hier in der nicht tumorfrei operierten Gruppe noch einen deutlicheren Effekt. Trotzdem ist die Operation wichtig, weil Sie sehen, dass die Patienten, wo Tumorrest zurückbleibt, trotzdem nicht dieses gute Überleben, nämlich da wird nämlich das mediane progressionsfreie Überleben noch gar nicht erreichen können von den Patienten, die tumorfrei operiert werden. Also man kann nicht sagen, jetzt geben wir einen PARP-Inhibitor, dann müssten wir gar nicht mehr operieren zum Beispiel. Das möchte ich damit sagen. Es ist nur einfach nochmal eine Verbesserung, wenn zusätzlich der PARP-Inhibitor gegeben wird. Oben sehen Sie die Gruppe der Patienten, die diese homologe Rekombinationsdefizienz haben, wo wir ja wissen, dass die PARP-Inhibitoren gut wirken. Aber auch in der Gesamtgruppe, und da sind jetzt die Patienten dabei, die eben keinen Defekt in der homologen Rekombination haben, also alle Patienten mit und ohne. Und da sehen Sie, auch da profitieren die Patienten, also alle Patienten von der Rucaparibgabe, tumorfrei operiert oder eben nicht tumorfrei operiert. Und das ist auch der Unterschied in dieser Studie zur Paola-Studie, wo wir ja bei Patienten, die keine homologe Rekombinationsdefizienz gesehen haben, keinen Vorteil durch die Zugabe des PARP-Inhibitors hatten. Da hat das Bevacizumab das alleine gemacht. Aber wenn wir jetzt eben kein Bevacizumab geben, sehen wir, dass PARP-Inhibitor alleine auch etwas bewirken kann. Das ist eben hier auch nochmal sehr wichtig. Und hier sehen Sie es jetzt nochmal für die anderen Gruppen. Da habe ich jetzt nicht diese Überlebenskurven mitgebracht. Also das war das, was wir gerade gesehen haben. Die Tumorrest, das waren die Kurven. Aber auch wenn wir jetzt, egal ob wir zuerst operieren oder später operieren nach Chemotherapie, sehen Sie, immer sind diese Balken auf der Seite vom Rucaparib. Also dass die Patienten vom Rucaparib einen Vorteil hatten im Unterschied zum Placeboarm, auch unabhängig, ob der Tumormark am Anfang normal war oder erhöht war, wie Sie auch die Chemotherapie angesprochen haben. Also in allen Subgruppen haben die Patientinnen profitiert. Damit kann man auch schon zusammenfassen, dass eben unabhängig von Risikofaktoren, also wann operiert wird, wir könnten auch noch schauen nach Alter, also es spielt wirklich keine Rolle, alle Patientinnen haben profitiert, dass der PARP-Inhibitor einen Vorteil bringt, aber wir müssen kritisch anmerken, in dieser Studie gab es kein Bevacizumab, also keinen Angiogenesehemmer, der ja in Deutschland bei uns Standard ist. Und wir wissen bisher nicht, ob gerade für die Patienten, die keine homologe Rekombinationsdefizienz haben, das Bevacizumab besser ist oder der PARP-Inhibitor besser ist. Da kommt ja die neue Studie, die jetzt eben PARP-Inhibitor versus PARP-Inhibitor plus Bevacizumab testet. Diese Daten haben wir noch nicht und das muss man abwarten. Also im Moment, finde ich, ist es keine Option und so steht es ja auch in der Leitlinie, den Patienten keine Erhaltungstherapie zu geben. Also der Kontrollarm in dieser Studie, das wäre in Deutschland eigentlich
gegen die Leitlinien. Irgendeine Form der Erhaltungstherapie sollte jede Patientin mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs bekommen. Das ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen. Das finde ich auch wichtig. Das ist wirklich, also sollte Standard werden und sollte auch den Patienten direkt angeboten werden, finde ich auch. So, und das Beste kommt zuletzt. Die dritte Studie. Wir bleiben bei den PARP-Inhibitoren. Und jetzt sind wir bei den Patienten, die schon eine bekannte BRCA-Mutation haben, also BRCA1 oder 2-Mutation. Und das war eigentlich so die beginnende Studie mit den PARP-Inhibitoren. Das war die SOLO-1-Studie. Und die hat bei Patientinnen, also jetzt wirklich nur die Gruppe mit einer BRCA1 und 2-Mutation, untersucht, wenn die Patienten Operation hatten, Chemotherapie und dann den PARP-Inhibitor bekommen haben, im Unterschied auch zu wieder keiner Therapie, also nur Nachsorge, wie da das progressionsfrei und Gesamtüberleben ist. Und bisher haben wir eben nur die Daten zum progressionsfreien Überleben gesehen, mit schon einer sehr langen Nachbeobachtung und haben einfach schon gesehen, dass nach 5 Jahren Nachbeobachtung Patienten mit Olaparib median 56 Monate progressionsfrei überleben, im Unterschied zu nur 13,8 Monaten mit eben Placebo, also keiner Erhaltungstherapie. Also ein wahnsinniger Unterschied. Und jetzt haben wir das Gesamtüberleben nach 7 Jahren gesehen. Und 7 Jahren, wir haben vorher, hat Frau Kuhl schon von Long-Term-Survivors gesprochen, da sehen Sie, dass das wirklich realistisch ist. Und hier nochmal das Studiendesign, also Patienten mit BRCA-Mutation, Operationen, Chemotherapien darauf angesprochen, haben dann Olaparib bekommen oder eben Placebo. Und dann wurde jetzt nach 7 Jahren geschaut, ist das Gesamtüberleben. Hier habe ich nochmal die Patientendaten. Da sehen Sie nochmal diese lange Nachbeobachtungszeit von über 7 Jahren. Da sehen Sie schon mal den Unterschied in der Gesamtüberlebensrate. Es wurde 2:1 randomisiert, also 260 Patienten in der Olaparib-Gruppe, 130 in der Placebo-Gruppe. Wichtig ist ja auch, wenn wir eine Erhaltungstherapie geben, wie sind die Nebenwirkungen? Und wir haben immer so Angst, PARP-Inhibitoren können potenziell ja Blutkrebs auch machen, also dieses myelodysplastische Syndrom, dafür steht das MDS oder auch eine akute myologische Leukämie, dass das nicht deutlich erhöht war, wenn man es in der Erstlinie gibt. Und auch neue Krebserkrankungen, sehen Sie, sind in beiden Armen gleich verteilt. Also dass die Nebenwirkungsrate gering war, was Langzeitnebenwirkungen anbelangt. Und jetzt die Ergebnisse. Und da wirklich, das muss man echt sagen, da sagt man, wow, wenn man diese Kurven sieht. Nach 84 Monaten, also 7 Jahren, sehen Sie 67% am Leben, im Unterschied zu 46% ohne Erhaltungstherapie. Bei einer Gabe nur über 2 Jahre, der PARP-Inhibitor wurde ja nur bis zu diesem Zeitpunkt hier nach 24 Monaten gegeben. Und das ist das Reine. Und Sie sehen, die Kurven bleiben auseinander, die gehen sogar weiter auseinander. Oft ist ja so, man hat hier den Unterschied und dann geht es doch zusammen. Aber man sieht, hier sind noch einige Patienten auch in der Nachbeobachtung und die Kurven bleiben so stabil, dass wir wirklich jetzt die Hoffnung haben, damit auch mehr Heilung beim Ovarialkarzinom zu erreichen. Also wirklich, das ist das schönste Ergebnis, das man eigentlich sehen konnte. Ja, das stimmt, das ist sehr beeindruckend. Das finde ich wirklich auch. Und dem gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Man kann wirklich nur sagen, wenn eine Patientin eine BRCA1-Mutation hat, dann muss sie einen PARP-Inhibitor in der Erhaltung bekommen. Muss, da gibt es gar nichts anderes. Und dann sind wir wieder beim Thema, deswegen ist die BRCA1- und 2-Testung so wichtig bei Erstdiagnose eines Ovarialkarzinoms. Und die Erhaltungstherapie geht ja erst nach der Chemotherapie los. Also man hat ganze Zeit der Chemotherapie Zeit, um das zu nutzen. Man kann es eigentlich nicht verpassen. Trotzdem kommt es in der Realität immer wieder vor, weil es dann doch untergeht. Aber wir haben deutschlandweit doch einige Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs, die das sehr professionell testen. Man kann natürlich auch in eine humangenetische Beratungsstelle gehen, die das, oder zum Arzt für Humangenetik, der das macht. Also es gibt genug Möglichkeiten. Und aber wir müssen die Patienten immer wieder darauf hinweisen und daran erinnern, weil die müssen erst eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragen, die sie zwar bekommen, aber es ist eben, die Schwelle ist nicht so ganz einfach, die Hürde. Und deswegen müssen wir da auch als Therapeuten immer wieder die Patienten unterstützen, dass sie das testen lassen können.
Viele Patienten sind verwirrt, weil es ja nun drei Paribs gibt. Wie entscheiden Ärzte das? Es ist in Deutschland jetzt relativ einfach, weil wir für Rucaparib, das ist ganz wichtig, dass ich es nochmal sage, für Rucaparib haben wir in der Erstlinienbehandlung in Deutschland keine Zulassung. Also das heißt, wir bekommen keine Kostenerstattung, deswegen sind die Daten zwar schön, aber es ist im Moment in dieser Situation nicht relevant. Das Olaparib ist im Moment eben für die als einzige Substanz mit Bevacizumab zusammen zugelassen. Also wenn man beide Erhaltungstherapien gibt, können wir es nur mit Olaparib machen. Und für die Mutationsträgerinnen könnten wir im Prinzip beides machen. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Die Nebenwirkungen sind von den Substanzen so ein bisschen unterschiedlich, nicht viel, aber Olaparib kann man einmal am Tag geben. Das ist vielleicht günstiger für Patienten, die nicht so gerne Tabletten schlucken. Das Olaparib ist manchmal von den Blutplättchen-Nebenwirkungen besser. Also da muss man einfach schauen, wie auch die Verträglichkeit der Chemotherapie war, wie die Blutbildveränderungen waren. Und dann wählt man das gemeinsam mit der Patientin aus. Und wenn man nun bei der PARP-Einnahme ein Rezidiv kriegt, kann man danach ein anderes nehmen direkt? Also wenn man unter PARP ein Rezidiv bekommt, kommt es erstmal darauf an, ob man eine Mutation hat oder nicht. Aber eigentlich sollte erst wieder eine Chemotherapie oder eine spezielle Krebsbehandlung gemacht werden und dann überlegt werden, ob man den PARP-Inhibitor nochmal gibt. Und den gibt man, also wir machen es so, wir geben ihn dann wieder, wenn er in der Erstlinie mindestens über ein halbes oder ein Jahr eingenommen wurde, also auch eine Wirksamkeit gezeigt hat. Okay, danke schön. Das war jetzt so der erste Block zur Erstlinientherapie. Ja, dann verabschiede ich mich hier. Ich denke, das war eine spannende Information und auch etwas, was uns Frauen hilft zu wissen. Und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich, Frau Professor Schmalfeld, dass Sie uns immer so toll zur Verfügung stehen und dass wir auch alle Fragen stellen können, die so relevant sind für uns. Vielen Dank. Und ich sage danke, dass Sie für unsere Patientinnen so da sind. Das ist eine genauso große Unterstützung.